Level up. Level up. Immer schön durch hier. Ja, nicht runterfallen. Immer noch nicht. So. Machen wir den hier. Bei so vielen Schildkröten, das dauert ewig, bis wir da durch sind. Nee, danke. Was kommt jetzt? Jede Menge Schrottroboter. Schrottroboter for the win. Ach nee. Falsches Team. So. Hey, neues Team Blast verfügbar. War das jetzt nötig? Bestimmt. Und das war's schon. Das war's hier schon. Muss man sich mal reinziehen. Das war's hier schon. Habt ihr euch das reingezogen? Das war's hier schon. Unglaublich, nicht wahr? Nicht so wie mit anderen Teams, die da 300.000 Stunden kämpfen müssen. Nein. Himos, ne? Nur weil Frauen dabei sind. Schon werden sie nicht gleichberechtigt und so was. Eigentlich voll sexistisches Spiel. Wenn man mal so überlegt. Okay, weil über 50% aus Frauen besteht, deswegen. Ah, naja. Na dann mal los, yay! Das Vorlevel zu dem Level, wo wir jetzt mit Team Dark unterwegs sind. Aber auch dieses hier ist nicht ansatzweise so lang wie von Team Dark und Co. Na, schade, die Ringe nicht erwischt. Hier war doch irgendwie so ein Spaß, ne? Genau. Das bringt uns dann immer weiter nach oben, wenn wir möchten. Damit wir jetzt hier sind. Und kommen da auch nicht durch das Dings. Na egal. Aber dafür ist es gedacht. Weiß gar nicht, gibt es das auch mit anderen Teams? Keine Ahnung. Zumindest nicht bisher. Nein, ich mache mich nicht über sie lustig. Nein. Mach's nur nach. Soll auch zu toll sein. Moment, da ist wieder ein Schalter, ne? Hey. Da ist hier bestimmt nochmal ein Schalter drin in der Kiste. In der Box. So, hier nochmal hoch. Yeah. Und da bahne ich mir mal meinen Weg hier durch. In der Hoffnung, irgendwo mal anzukommen. Sieht gut aus. Los, komm. Vernichte ihn. Finish him. Stunden später. 300.000 Bauchschmerzen später. So, geht doch. War doch jetzt gar nicht so schwer, oder? Hier auch nochmal hoch. Komm. Level up. Hui. Toll. Vorsicht, Sarkasmus. Ich weiß nicht, warum ich so rede. Wahrscheinlich einfach, weil ich es kann. Oder nicht. Oh.
Au. Au. Arschlochkanone hier. Sorry, aber... Ne, irgendwann ist ja mal Schluss mit lustig. Mal sehen, krieg ich den Luftballon? Jo, 10 Ringe. Das hat sich mega gelohnt. Geht das schon wieder los? So, und dann bin ich immer gespannt, ob wir hier jetzt im zweiten Part dann einigermaßen gemütlich durchkommen oder ob das so ein Krampf wird wie mit Team Dark. Wenn ja, dann. Ich weiß auch nicht. Ich weiß manchmal auch schon gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil eigentlich habe ich ja alles zum Spiel schon erwähnt. Alles, was ich dazu erlebt habe. Obwohl. Ja doch, kommt hin. Von daher. Keine Ahnung. So, müssen wir langsam zum Ende kommen. Ich glaube, hier müssen wir nur ein Schild. Ich glaube, wir zerstören es nicht mal. Aber wir kommen in die Richtung. Kurz vor Ende des Schiffs sozusagen wird hier dann gesagt, ja hier, ne? So und so sieht's aus. Mache ich mir mal einfach hier, muss ich nicht extra mit Big hier jetzt herumdingsen. So. Dass sie dann auch einfach mal im Flug dann einfach so einen Senkrechtflug nach unten macht, wenn sie dann keine Ausdauer mehr hat. Keine Flugausdauer. So. Geh nochmal hoch. Wir müssen da durch. Hey, listen, hey. Verschwinde aus meinem Leben. Lass mich da einfach durch. Muss da durch. Muss da durch. Siehst du, da ist nämlich schon das Ende, ohne dass wir ein Schiff wirklich zerstören. Und solche Luschen hier in Team Rose. Furchtbar. Die zerstören ja gar kein Schiff. Die besiedeln nur eins. Oh nee. Hauptsache ist, wir sind durch, ohne großartig zu sterben. Not too bad, I guess. Können wir wieder ein paar Leben farmen, die wir mit Team Dark verschwenden können. Ist doch nicht toll. Ja, richtig, es ist nicht toll. Für eine Fortress. Ja, das ist jetzt das grauen Level schlechthin im Moment. Wir starten hier nicht gleich auf Schienen. Weil wir auch nicht per Explosion von so einem Schiff da durch die Gegend geschleudert werden. Das war fast schon wieder knapp. Nein, 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 nein. Okay. So viel dazu. Like Mammut. Gleich erstmal verreckt. War die Plattform hier vorher auch da? Ich weiß es nicht. Da geht's auf jeden Fall nicht so lang. Okay. So, dann mal hier hoch, dort hoch und überall hoch. Das wird schon. Die Kanonen brauchen noch gar nicht lange, bis sie kaputt sind. Moment, ich kann hier, glaube ich, die Dinger zerstören, dann kann ich da auch, genau. Muss ich gar nicht eine Kanone dafür zerstören. Natürlich auch immer Augen aufhalten für eventuelle Keys. Da wäre zum Beispiel einer. Wenn wir da mal hinkommen. Yeah, 10 Ringe. Und sogar ein Schutzschild, sehr schön. Dürfen wir halt jetzt nur nicht irgendwie großartig aufgeben oder verrecken wegen irgendwas. Hier könnte ich jetzt eigentlich so lange den hier machen, bis unsere Z-Leiste voll ist, dass wir den einfach, ohne da großes Risiko einzugehen, töten können.
Ist vielleicht echt lame, aber es funktioniert. Und es funktioniert sogar sehr gut. So, finish him. Ich weiß auch nicht, was das soll für eine Animation. Aber hey, man sollte froh sein, dass es tot ist. Und keine Fragen stellen. Ob das einen Sinn ergibt, dass es durch einen komischen Regenschirmtanz tot ist. Einfach nur akzeptieren, dass es tot ist. Oder kaputt, oder wie auch immer. Darf mich da einmal nicht bewegen, sonst falle ich dann noch runter. So, und hoch da. Und weiter hoch da. So, einer schon wieder. Dann gehen wir doch einfach mal hier dazwischen. Schön runter oder sowas. Weiß auch nicht. Ah! So. Können jetzt hier nochmal einen Schlüssel einsammeln. Was jetzt nicht so nötig gewesen ist. Aber hey, wir hätten es tun können. Oder wir haben es getan. So. Da hinten nochmal ein Checkpoint. Genau, machen wir den hier. Das funktioniert halbwegs gut. Irgendwie so gar nicht. Wir können ihn schön paralysieren. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht die Z-Kraft verwenden. Die heben wir uns jetzt auf für einen großen Dicken oder sowas, der dann ankommt. Ah, Gott. Ich dachte, der Laser geht höher. Falsch gedacht. Natürlich jetzt schon wieder scheiße. Ja, fall dazwischen! Scheiß fette Katze, weißt du, sie ist so fett. Wo tut sie hinfallen? Richtig, zwischen die ganzen 100.000 Dinger. Es ist doch nicht wahr, ganz ehrlich. Das Spiel will mich im Moment echt mobben. Hat es nicht verdient, oder ich nicht verdient. Nur viel Liebe und Zuwendung, wie ich dem Spiel immer gegeben habe. Ist mehr als jemals irgendwer anders bestimmt. Okay, vielleicht nicht. Wenn ich mir irgendwelche Speedrunner angucke, dann bestimmt nicht. Oder aber die haben von vornherein so viel Skill. Man weiß es nicht. Oh Gott, das war eigentlich voll doof. Und da ist das Ende gewesen. Wer mit Schlüssel dahin gekommen? Muss ich offscreen dann irgendwann nachholen. So, dass ich dann gar nicht mir weiter Gedanken drum machen muss. Oder wir machen das mit Team Chaotix. Mal gucken. Abwarten und Kakao trinken. Not too bad, I guess. So, Endboss Time. Ja, das ist der Depp da. Der ist da. Hoffen wir, dass wir ihn jetzt hier auch einigermaßen schnell down kriegen. Das ist ja eigentlich auch nur, wir ballern so lange mit Cream und Cheese da dagegen, bis wir Dingen zusammen haben, unseren Team Blast, und dann fertig ist die Kiste. Und dann ein bisschen hiervon draufballern, ein bisschen davon draufballern oder 300.000 mal anspringen. Ist ja alles möglich. Hui!